Und damit herzlich willkommen zurück zu. Endlich haben wir diesen trotteligen Mechanismus gefunden und können mit unserem Kügelchen auf Pulverfang und Blutfang gehen. Also Leichenfang. Weil Leichen muss man ja nicht fangen. Ich hätte gerne eine frische Leiche. So. Ja. Es scheint vor Energie zu schimären. Gut, jetzt, wo? Hier irgendwo war doch eine Leiche, oder? Eine Leiche. Ups. Ja, da hinten schwimmt eine, aber die nutzt uns nichts. Irgendwo hier lag doch eine herum, oder? Ach so, wir brauchen unsere Supermap. Sonst sind wir hier nämlich super verloren. Mhm. Jetzt laufen wir wahrscheinlich unnötig weit zurück. Es war nur so eine Leiche. Genau. Um eine frische Leiche zu entdecken. Hier ist das Pulver. Oh. Hau ab, du nervst. Bevor wir zu Gulkausch gehen, werden wir auf jeden Fall nochmal rasten. Das haben wir dann nötig, auch wenn die Geistenergie dann wieder in den Keller geht. Frische Leiche endlich. Gut, dann hätten wir das auch, dann laufen wir halt wieder zurück. Mhm. Wir kennen uns ja mittlerweile aus. Ja, wir sind hier sowas von ortskundig, das glaubt ihr gar nicht. Na, nur mit der Map natürlich. Jetzt hätten wir echte Probleme. Ach ja, das ist nicht mein Lieblingskapitel. Also die Musik ist toll. Im Prinzip ist das ganze Setting auch relativ cool. Aber noch cooler wäre es, also viel schöner und besser und toller wäre es, wenn das Ganze hier ein bisschen heller wäre. Allein für die Orientierung und für die Videos. Aber man kann nicht alles haben. So, jetzt. Nichts passiert. Wir haben noch jetzt diese Kugel, oder? Nehmen wir halt erstmal den Hebel. Können wir die Kugel einsetzen? Was? Wieso funktioniert das nicht? Wir haben noch die Kugel, oder nicht? So, jetzt haben wir hier den Hebel. Dann müssten wir doch irgendwo noch die Kugel haben. Imaskari Blutkugel. Hm. Müssen wir da nochmal einen Pulver reinmachen. Na, das lag ja immerhin hier auf dem Weg rum, weil uns so viele begegnet sind. Vielleicht mussten wir zuerst das Blut und dann das Pulver, also dass wir die falsche Reihenfolge haben. So. Grünes Pulver. Ein Luftöl lässt ein seltsames... Sie scheint vor Energie zu schimmern. Ah ja, okay. Gut, wir brauchten... Die Kugel ist vollständig. Schön. Habe ich wieder mal nicht richtig aufgepasst. So, das kommt davon. Man kennt das ja nicht anders. Ist schon zwei Schritte weiter und dann will man halt nicht wahrhaben, dass man schon wieder vergessen hat, die Uhr anzustellen. Ist unmöglich. Ja. Erstmal setzen wir die grüne Kugel ein. Dann setzen wir den Hebel ein. Ach so, da müssen wir natürlich noch den Hebel auch benutzen, nicht wahr? Der Mechanismus läuft. Yay. Wir sind bei 100. Wenn wir alle wiederherstellen, könnte das Wasser vielleicht zurückgehen. Ja, gut. Das heißt, wir brauchen noch einen, sonst hätten wir schon längst bekommen, was wir verdient haben hätten. Nämlich die Wasser aus den Gängen zu lassen. Aber leider müssen wir eben noch ein bisschen weiter suchen. So, was haben wir hier noch? Oho, Schleuder. Ach, das war das, was wir von der anderen Seite hier hergestellt hatten. Oder bekämpft. Gut. Dann einmal hier herum. Wo könnte der andere Mechanismus noch sein?
Den brauchen wir ja auf jeden Fall. Schlaflos, schlafend, traumhaft. Es kann sein, dass es hier unten noch lang geht. Da ist noch so viel unausgefüllt. Das gefällt mir nicht. Das finde ich sehr verdächtig. So, hier ist dieser quadratische Raum mit den Säulen. Das heißt, da könnte irgendwo noch eine Tür abgehen. Eine frische Leiche. Gehen wir mal die Seitenteile hier ab. Was ist denn hier? Wurfspeer. Und ein Haufen Gold. Wir sind wieder tonnenschwer beladen. Mit Gold wahrscheinlich. Frisches Pulver und eine frische Leiche. Alles in einem Raum. Okay, ich glaube, hier gibt es keine zweite Tür. Dann gehen wir eben zurück und gucken den Gang nochmal an. Geht die Suche wieder los. Aber wir haben ja Zeit, nicht wahr? Aber es wäre ganz gut, wenn wir das diese Woche noch schaffen, den Mechanismus anzuwerfen. Das hätten wir, glaube ich, nicht anders verdient. So, was war hier? War hier eine Sackgasse oder noch eine Tür? Hier ist noch eine Tür. Autsch! Ich hätte Polarstrahl für euch. Hier. Ich würde sagen, das ist hier wahrscheinlich der andere Maskari-Mechanismus. Und dann hätten wir das auch schon wieder hinter uns. Das ist natürlich auch super. Und dann ging das dann schneller als gedacht. Also von mir gedacht. Ihr werdet wahrscheinlich schon 10-mal durch. Tatsächlich. Wow. Wäre das auch geschafft. Sehr gut. In der Nähe die Sachen. Warte mal. Oku, du bist dafür zuständig. Das Gold geht natürlich in unsere Gemeinschaftsteetasse. 1688. Alles no problem. Scheint defekt zu sein. An der Stelle befindet sich eine leere Kugel. An der Schalttafel befindet sich ein Hebel. Sehr gut. Wir nehmen einmal die leere Kugel und immerhin müssen wir hier keinen Hebel finden. Wie bei den letzten Dingen. Dann gehen wir jetzt in den quadratischen Raum zurück. Nein, falscher Weg. Und hätten es tatsächlich geschafft, 2-mal hintereinander einen Mechanismus zu reparieren. Aber wir sind wirklich am Arsch der Welt. Und als ich dachte, hier kann man nicht weiter. Ich war echt schon fast am Verzweifeln. So, die frische Leiche. Hier. Dieser Leiche stand das Blut aus. Oh, verdammt. Das heißt, wir müssen noch eine neue finden. Knochen abbeißen. Ach, die haben wir ja selbst schon. Da haben wir uns ja selbst schon dran bedient. Das heißt, wir müssen den Gang runter nochmal nach einer suchen. Irgendwo lag doch noch eine rum, oder? Hoffe ich. Hier liegen noch so viel frische Leichen. Das, irgendwo wird doch noch eine liegen. Y? Wenn man eine sucht, ist keine da. Das ist ja... Aber irgendwo auf der Schwelle lag doch noch eine, oder? An diesem Gang, an dem man dann runterkam. Ja, macht... Ich suche schon mal weiter, ja? War hier der Gang, der nach unten ging? Hier ist schon mal frisches... Noch mehr Pulver. Hier sind Lichter, aber hier nicht eine. Das Ding hat keine Gebeine. Oh, aber wir sind bald tot. Wir laufen ganz schön weit zurück, muss ich ja sagen.
Jetzt gucke ich noch mal kurz hier rein, ob hier auch eine frische Leiche lag. Aber ich glaube nicht, oder? Nee, verdammt. Schade, schade. Oh, nee, hier ist nur so eine Leiche. Die brauchen wir nicht. Ich wäre ja auch dafür, wenn wir die Mechanismen repariert haben, dass dann das Licht angeht. Das wäre ziemlich cool. Ziemlich, ja. Reden kann ich auch schon nicht mehr. Vor lauter Herumlauferei. Wo bist du, mein Sohn, der mir geboren? Gingst du in die Sonne, musst du schnurren? Ich glaube, wir müssen mal einen Trank trinken. Oh, falsches Dings. Hilf mir, sie vernichten! Sie sind verloren! Hier, wie wär's damit? Ein paar magische Geschosse und die Sache hat sich. Oh. Was? Oku? Ich dachte schon, Oku ist gestorben. Schlaflos schlafen. Das wär's ja noch gewesen. Gut, hier geht's nach unten, genau. Und wieder nach oben. Hier lag eine. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dachte ich. Da dachten wir doch noch, ja, hier liegt eine frische Leiche. Es könnte sein, dass es weitergeht. Oh, Liebster, da. Mein Liebster, dein Fleisch klebt mir an den Zähnen, Liebster. Zu salzig warst du. Was tut mir, man nicht alles für ein bisschen Blut? Aber wir wissen ja wenigstens jetzt, wo wir hin müssen. Aktivieren auch noch den Mechanismus und dann geht es nächste Woche weiter, wenn wir vielleicht zu Gulk-Ausch vordringen können. Das weiß ich aber noch nicht. Wir werden wahrscheinlich ganz viel mit den geflüchteten Gängen und den Wasserleichen zu tun bekommen, bis wir den richtigen Schlüssel erhalten, schätze ich mal, denn da ist ja eine versiegelte Tür. Und so, dann nimm doch gleich mal das grüne Pulver. Ja. Ja, sehr gut. Keine ist vollständig, bla bla. Keine Albträume. So, dann hier rum. Und dann sind wir vielleicht auch bald aus dem Netz draußen. So rein spieltechnisch wäre ich sehr froh darum. Falsch. Falsch, falsch. Mit der Karte geht's noch, wie gesagt. Aber dieser Wahrnehmungsradius ist wirklich sehr eingeschränkt und auf die Dauer, also wenn es mal eine kurze Sequenz wäre, das ist wie mit den Schattenebenen, wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, aber so ist es eher nervig. So, hier war doch der Mechanismus, oder? Genau. Gut, und hinein damit. Kugel einsetzen. Bla bla. Und jetzt sind wir mal gespannt. Haltet die Luft an. Hebel betätigen. Der Mechanismus läuft. Knochen abbeißen. Mark auslutschen. Hör zu, die Wassermassen Knochen werden abbeißen. Fortgespült und unser Pfad an die Oberfläche ist vielleicht offen. Gut, ich dachte, jetzt kommt vielleicht eine Sequenz. Aber hey, wer hat hier genug... Oh, wir haben genug gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Das finde ich gut. Das passt doch. Dann werden wir zur nächsten Woche hin auch mal eine Stufe aufsteigen noch und uns die neuen Möglichkeiten angucken, die wir da so haben. Bis dahin, gehabt euch wohl und ein schönes Bergfest.